So, hier sind wir wieder bei der Villa Rothschild bei Esperanza Olle. So, ich versuche hier schon den Garten zu machen, beziehungsweise einzuzeichnen, aber da kommen wir später zu. Also, das kommt noch nicht, ne? So, also, ihr seht ja schon, ich habe wieder was verändert. Jetzt seht ihr, wir haben das ja eigentlich so gebaut, in diese Richtung. Und wir müssen noch ein paar Steine nach oben. Aber keine Angst, das ist jetzt nicht komplett. Das zählt nur hier für vorne. Weil das ist hier so ein Dach, was dann so nach oben geht. Und das ist dann so ein Schrägdach. Also das hat jetzt, das Element, was wir jetzt bauen, hat mit denen nichts zu tun. Das heißt, ihr macht das hier weg. An der Vorderfront jetzt. Machen wir weg. Zusammen, ne? So, einmal kurz hier, einmal das wegmachen. Hätte ich auch gleich machen können. Aber ich wollte euch das zeigen, damit ihr wisst, ne, nicht durcheinander kommt und sagt, was hat der auf einmal gebaut? Wo kommt denn das denn schon wieder her, ne? So, also, wir haben eine Höhe. Das ist jetzt die Höhe, die wir hatten. Mit unserer Bedüre, sag ich jetzt mal. Ornament oder je nachdem. So, das bis dahin. Und jetzt nehmen wir nochmal einmal lila Stein und machen 1, 2, 3, 4. Also 4er Höhe nochmal. Einmal komplett entlang und nur hier die Vorderseite, die ich jetzt mache. Nur die wird höher gemacht mit 4 Steinen jeweils. Und dann müsst ihr einfach nur diese Bordüre, die wir jetzt hier gebaut haben, auch hier hinbauen. Das heißt jetzt einfach hier die Bordüre hinmachen. Jetzt mache ich das einfach nur so, damit man das mitbekommt. Die Bordüre beziehungsweise das Ornament. So, das muss ich jetzt nicht bauen. Das könnt ihr ja selber bauen. Das wisst ihr ja von einer anderen Folge. Und ja, dann ist das so hoch. Also das wird ein anderes Dach. Und das ist dann höher, das Dach. Also keine Angst, das war schon wieder. Mehr habe ich nicht geändert. So, jetzt nehmen wir einmal noch, wir brauchen jetzt noch für unseren neuen Stil hier, gemeißelten Quarzblock. Das war's. So, okay. Wir nehmen jetzt einmal den gemeißelten Quarzblock und machen hier in der Ecke, ihr seht ja, im Fenster habe ich hier auch schon den gemacht, aber das machen wir gleich. Wir machen jetzt erst den gemeißelten Quarzblock einmal hier entlang, schlagen das hier raus und ziehen den gemeißelten Quarzblock hier rein. So, dann haben wir hier oben das Ornament und dann wird das hier auch rausgeschlagen. Die Ecke natürlich auch mit, damit man das Ornament noch patsch, patsch und dann wird es auch rausgeschlagen bis zum nächsten. Bing! Und hier dann natürlich auch, dann wieder das. Und hier voll machen mit dem gemeißelten Quarzblock. Dann sieht das so aus. Auf der anderen Seite natürlich auch. Und dann kommt auch das Fenster hin. Und das machen wir jetzt auch. So, da habe ich jetzt eingenommen. Das Fenster, die Fenster sind ja immer im gleichen Stil gebaut. Das heißt jetzt, ihr nehmt jetzt wieder hier einmal Quarzblock. Dann lassen wir einen frei und machen dann hier einen hin. Zwei rausschlagen, dort einen hin. Und dann haben wir das Fenster normal wieder. Das heißt jetzt hier unten auch wieder. Und dann müssen wir hier dann die Quarztreppe noch drunter machen. Und dann zählen wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann haben wir schon wieder das Fenster. Ausschlagen und dann wieder die Seiten. Einmal kurz mit Quarztreppe. Tschack, tschack. Und dann, achso, muss ich in der Mitte eigentlich auch eins machen. Aber egal. Das können wir ändern. So. Zack, zack, fertig. So, dann haben wir das Fenster fertig. Das Glas könnt ihr selber reinmachen. In der letzten Folge habe ich gesagt, dass die Fenster hier offen sind. Aber das stimmt doch nicht. Die müsst ihr zumachen, so wie hier. Kommt hier, macht ihr dann hier die Blöcke hin. So, dass das so bündig ist mit den gemeißelten. Und dann macht ihr Dreierfenster hier hin. Und auf der Seite auch. So, dann haben wir das, das so aussieht. So, jetzt kommen wir gleich. Gehen wir jetzt unten hin? Nein, wir gehen erst oben. Wir machen oben hier erstmal fertig. Unten, das machen wir gleich. Wir machen hier oben erstmal fertig, damit wir hier nicht durcheinander kommen. So, jetzt nehmen wir einmal hier den gemeißelten Block. Und ihr seht ja, hier ist die Stufe. Dann wird das rausgeschlagen. Bis auf den Boden. Und dann hier hoch. Und auf der anderen Seite das gleiche. Hier ist das die Treppe. Rausgeschlagen. Runter. Und nach oben. So, dann haben wir, dass es so aussieht. So, dann schlagen wir das hier raus, aber lassen 1, 2, 3 frei und dann schlagen wir das erstmal hier alles raus. So, dann kommen dann andere Fenster hin. Wie ich schon sagte, innen drinne baue ich das nicht aus, weil das ist ja viel geschnörkelig. Das Einzige, was ich mache, ist dieser Flur. Das ist hier wieder so ein Eingang mit so einem Eingangsbereich, wo man dann runter gucken kann in die einzelnen Räume. Das werde ich noch machen, damit das nicht so doof aussieht innen drinne. Aber die einzelnen Räume, die mache ich nicht, weil das sind so Altstil, barockmäßig, so, ne? Das ist dann zu viel Gewurschtel, ne? Vielleicht finde ich einen, der das ausbaut. Hotdog baut ja nicht aus. Haha.
So, auf jeden Fall. Wir haben jetzt hier 1, 2, 3. So, da macht ihr dahinter nochmal 3 Stück. Beziehungsweise 3 Stück. Dahinter macht ihr jetzt einmal hier lila. Rosa, Entschuldigung. Und schlag das hier raus, dass wir jetzt so eine Kante sich ergibt. So. Dann nehmen wir, wir brauchen jetzt einmal Bruchstein, Mauer. Die tue ich jetzt, was brauchen wir nicht? Das hier. Und was brauchen wir noch? Wir brauchen unsere Lämpchen. Unsere, wie heißt das? Enderstäbe. Wie ich schon sagte, ich habe das ja in einer gewissen Größe, wo wir dann auch mit der Minecraft-Figur rumlaufen können. Wenn man das jetzt viel größer bauen würde, wenn viele sagen, oh, ich habe auch schon bessere Sachen gesehen, das ist ja normal. Aber die sind dann 5 oder 6 Mal so groß und dann habe ich das Maß dann so klein, dass ich aus diesen Blöcken so einzelne Pfeiler machen kann. Ne? Dass es dann so groß ist, dass das zum Beispiel die Treppe ist. Beziehungsweise dieses hier unten, was ich jetzt gemacht habe, können wir dann mit Ganzen machen, weil das dann so groß ist. Aber dafür habe ich keine Zeit. Wir machen das in einem gewissen Stil, dass das auch das die Größe hat von der Figur. Mir bringt das nichts, wenn ich dann so gucke und dann bin ich auch am Fenster und dann, boah, ist das Fenster groß. Und nur wenn ich dann hier so von ganz Weitem gucke, dann sage ich, boah, ist so geil gebaut, aber dann dauert so ein Ding, boah, viel zu lange und dann ist irgendwie das Interesse auch weg. Das muss auch ein bisschen in einen Rahmen sich halten. Das lasse ich andere Leute machen. Diese fetten Dinger, einmal im Jahr ein Gebäude. So, auf jeden Fall. Jetzt nehmen wir einmal die Bruchsteinmauer. Ziehen die hier in eine Seite. Oh, warte mal, jetzt muss ich hier Quarzblock noch hinmachen. Ganz vertan. Hier ein Quarzblock hin. Die beiden, ihr seht, da habe ich schon angezeichnet, weiß. Dann kommt hier wieder ein Quarzblock. Zwei weiß, Quarzblock, zwei weiß, Quarzblock. Ne? Also Quarzblock, zwei, Quarzblock, zwei, Quarzblock, zwei. So. Dann kommt die Bruchsteinmauer dahin. 1, 2, 3, 4. Bis wir oben an der Kante sind, wo die Kerbe ist. So, das machen wir hier auch. Zack, oh, warte mal, nach oben. Alle drei Seiten, alle vier Seiten. Vier, wie heißt das? Vier, das ist super erklärt. Also heute ist ja echt wieder Sprachfehler. Ich mache dir jetzt bewusst, dass die Säulen im Weiß sind dann zu dick und dann, ich hab's schon drauf, okay? Also in Erklären bin ich heute echt scheiße. Also es tut mir echt leid. Aber ihr kriegt das ja mit, ne? So, wenn wir das gemacht haben, dann nehmen wir einmal die Stufe und machen jetzt hier unten Patsch, dort einen hin, Patsch, Patsch, also in diese Richtung immer, ne? Nach unten, dass das hier so aussieht, hier auch, zack. Und dann machen wir die Klötze in die Richtung und dann wieder andersrum in die Richtung. Ne, warte mal, hier im Hoben müssen wir machen, ne? Da, dann haben wir das hier so. Dann schlagen wir das hier raus. Dann haben wir hier das, den ersten, ja so, das erste Fenster oder Fensterdesign. Ich weiß nicht, wie man das nennt mit den Säulen. Das ist halt so, zack, zack, so. So, fertig. So, jetzt müssen wir noch Folgendes machen. So, jetzt nehmen wir unseren Enderstab, machen den hier zwei Stück hin, dahin zwei Stück hin, dahin zwei Stück hin. Dann nehmen wir wieder Stufe und jetzt machen wir das hier weg. Machen die Stufe in die Richtung, dann sieht das so aus. Ist zwar ein bisschen so, aber das, wenn man so guckt, ist das, ne? Merkt man das nicht. Weil wir dann können wir auch hier da besser mit den Dings arbeiten. Wie heißt das mit unseren Stufen? Dann sieht das nicht so abgehackt aus. Dann kann man nämlich so rübergehen. Und schon sieht das schickele aus. Zack, zack. Fertig. So, dann haben wir das erstmal hier vorne soweit gebaut. Hier hinten müsst ihr einfach nur das noch wegmachen. Das war jetzt einfach nur als Hilfslinie. Das könnt ihr jetzt wieder wegmachen, aber dann in der Stilrichtung, wie ich das jetzt gemacht habe, kann man das wenig besser erklären. Und dann hat man das so. Bevor ich dann sage, den Stein dahin, da zwei Steine hin. So, das heißt, hier machen wir auch wieder drumherum weiß, ne? Und dann Fenster rein. Das heißt, hier rum weiß. Oh, mit den richtigen Blöcken. So. Und dann ein Fenster rein. Das muss ich euch ja auch nicht zeigen. Das ist genau wie da, wie jedes andere Fenster auch, ne? Wir müssen viel bauen. So, das haben wir erklärt. Das haben wir erklärt. Jetzt gehen wir hier runter. Und hier habe ich das noch freigelassen. Was ich noch sagen wollte, hier hinter haben wir ja alles, wo ich gesagt habe, ihr müsst das alles hochbauen. So mit weiß, einmal so rum. So habe ich das erklärt. Und das machen wir nicht. Das heißt, wir hinter, hier hinter macht ihr das jetzt einfach so, wie es ist. Das heißt, wir nehmen jetzt immer, wir nehmen unseren weißen, ne, unseren rosanen. Da haben wir das ja so gebaut, dass es so aussieht. Jeweils.
So sah es, glaube ich, aus, ne? Das habe ich jetzt so gelassen. So sah es aus. So. Wie hier. Sah das so aus, so wie hier. Das heißt jetzt, die kommen weg. Oh Mann. Patsch. Und dann kommt das da lila hin. Und das hier auch kommt das lila hin. Weil das sieht man ja gar nicht. So. Komm jetzt. Weil das sieht man ja nicht. Hier seht ihr ja, das Fenster ist so, da so, dann sieht man das auch nicht. Das war ja nur für den Rahmen gedacht, dass das hier nicht so lila ist. Und das da oben, das machen wir dann so, wie hier, rausgeschlagen. Und hier, ja, können wir noch so machen, damit das bündig ist. Dann lassen wir das lila, rosa. Ey, was ist denn heute los mit lila? So, hier habe ich das wieder verbaut. So, und dann sieht das hier so einheitlich aus, ne? Wir haben das auch gemacht. Das rausschlagen und dann macht ihr das dahinter rosa. Ne? Rosa. Dann sieht das so aus. Schön. Jetzt nehmen wir unsere gemeißelten Stein und jetzt, ja, hinter habe ich ja schon Glas gemacht. Glas. Und ich lasse eine Seite offen. Das sind ja so Türen, Eingänge, Glastüren. In der Mitte sieht das ein bisschen doof aus. Da mache ich nur eine Seite. So, wir machen Folgendes. Wir nehmen jetzt einmal unseren Quarzblock, machen den hier in der Mitte hin, machen den auch hier in der Mitte hin und dann machen wir einmal die Steinmauer nach oben. Das ist die Säule. Zack. Und dann hier, seid ihr hier oben angekommen, da kommt wieder ein gemeißelter Stein. Zack. So. Dann sieht das so aus. Jetzt müssen wir noch Folgendes machen. Hier macht ihr jetzt Steinstufe davor. Zack, vor der Säule. So wie hier. Steinstufe. Und dann nehmen wir auch Quarzstufe. Steinstufe, Quarzstufe, Quarztreppe. Quarzstufe, Quarztreppe. Okay. Quarzstufe. Einmal komplett hier rum. So, das wird die Terrasse. Und ihr seht ja schon, dann verschwindet das. Dann sieht man nur noch diesen einen Stein und dann sieht er super aus, ne? So, das macht ihr dann die Terrasse. Machen wir. Hier ist das Gebäude. Und dann noch drei Stück, glaube ich. 1, 2, 3. Genau, drei Stück nach vorne vom Gebäude aus, ne? Hier ist das Gebäude. Und 1, 2, 3. Und das ist dann die Terrasse. So, und die baut ihr komplett aus. So, komplett alles mit weiß. Das ist die Terrasse. So, das brauche ich jetzt auch nicht zeigen. So, dann haben wir hier vorne schon viel das Geschnörkle. In der nächsten Folge ist das da oben natürlich fertig. So sieht das erstmal von vorne aus. Und jetzt, ach so, was ich noch sagen wollte, jetzt kommt noch Folgendes. Ihr seht da, hier habe ich noch eine Bordüre reingemacht. Und die ist genau da, wo auch das, wo der Balkon ist. Genau die Höhe vom Balkon. Ihr nehmt jetzt hier, also wir gehen auf der Seite, da ist ja noch nichts gebaut. Hier ist der Balkon. Und da machen wir die Stufe hin. Zack, 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 zack. Und die geht dann komplett so, wie die Höhe ist, wie wir auch hier unsere Quarzstufen gebaut haben. So übernehmt ihr das. Zack. Zack, zack. Und dann geht das so rum. Pam, pam. Das trifft auf den. Pam, pam, pam. Achso, das müssen wir so lassen. Das geht bis dahin. Ah, das habe ich noch nicht fertig gebaut. Also das in der Ecke habe ich jetzt nicht geguckt. Also geht aber einmal um Pudding damit, ne? Einmal hier so rum. Bis zum Ding Fenster aus. Ich muss erstmal noch gucken, wie ich das hier gebaut habe. Das will ich euch jetzt nicht falsch erklären. Also hier nochmal eins reinziehen, komplett. Und jetzt kommen wir zur anderen Seite. Die habe ich auch schon vorgebaut. Beide Seiten heißt jetzt, hier ist das Gebäude. Pam. Und dann von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und dann bis zum Ende sind 40 Steine. 40. Pam. Hier ist 40. So, dann wieder das gleiche System. Erstmal hier hochbauen. 40 lang, ne? Und die Höhe ist ja automatisch natürlich das. So, dann auch hier wieder alles so übernehmen. Einfach hier die Stufe reinmachen. Dann die Quarzstufe, Quarztreppe, ich vertue mich immer. Für mich ist es auch eine Stufe hier. Quarztreppe, Quarzstufe, ist doch das gleiche fast. Hätten sie mal anders nennen sollen. So, dann haben wir jetzt so.
dann müsste hier auch die Bordüre, beziehungsweise das Ornament, was hier rumgeht, einmal hier rumgeht. So rumgehen, okay. Dann natürlich auch hier wieder die Säule, die ich jetzt wieder nicht ausgerüstet habe, benutzen. Zack, zack. Und dann hier drauf knallen. Zack, nach oben. Und hier auch nach oben. Bam. Und dann müssen wir wieder einen ganzen nehmen. Einen Quarzblock. Hier auch. Ah ne, müssen wir hier oben machen, ne? Zack. Das heißt, hier kommt ein Dings hin. Ne, da kommt der... Ach, hier kommt die Stufe, Dings hin, der Quarzblock. Und hier kommt die Säule hin. Okay, das gleiche hier auch. Wie habe ich das denn hier gebaut? Ich habe Alzheimer. Da habe ich auch... Da habe ich dies. Da habe ich das. Okay, die habe ich nur bis dahin gebaut. Das heißt jetzt hier oben, da passt es. Da passt es. Und dann müssen wir hier noch einen hinbauen. Habe ich den auch bis dahin gebaut? Zack. So. Muss ich hier auch übernehmen. Das heißt, hier ein ganzer und da kommt die Säule hin. Zack. Fertig. Habe ich das auf der anderen Seite habe ich auch so. Okay, ich muss mal gucken. Habe ich überall so gemacht? Okay, mit den ganzen. So, dann haben wir das gemacht. Das heißt, jetzt 40 habe ich bis dahin gebaut. Und jetzt kommt Folge. Habe ich auch wieder alles vorgebaut, weil ihr müsst ja einfach nur übernehmen. Ihr geht ja einmal ums Haus rum mit der Bordüre und mit oben den Ornament. Hier habe ich auch zwei Stück. Hier ist die Mitte und dann wieder zwei Stück freigelassen. Das habe ich hier auch aufgeteilt. Achso, habe ich noch nicht umgebaut. Ah, habe ich glaube ich in der letzten Folge erklärt, ne? Ja, auf jeden Fall. Jetzt machen wir die nächsten Fenster. Das heißt, jetzt hier muss ich einfach nur anzeichnen, weil die Fenster sind immer das gleiche System, was wir jetzt hier gebaut haben. Fenster ist Fenster. Da ändert sich nichts. Das wird nur vielleicht breiter oder aber nie höher. So, das heißt jetzt hier 1. Hier ist ja die Ecke. 1, 2, 3, 4. Und ab dem 5. patsch ein Stein hin. Zweier, Stein, Zweier, Stein. So, dann wieder 1, 2, 3, 4. Ab dem 5. wieder ein Stein. 2 rausschlagen, ein Stein. Dann 1, 2, 3, 4. Ab dem 5. ein Stein. 2 rausschlagen, ein Stein. Dann wieder 1, 2, 3, 4. Stein. Und 2 rausschlagen und ein Stein. Und das bedeutet, jetzt haben wir die Fenster. Die sind da immer das gleiche. Hier runter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann ergibt sich das alles von selber. Dann weiß ich die Höhe. Kann er so hoch bauen. Außer hier in der Ecke, wie ich schon sagte, das ist jetzt ein Dreierfenster. Da müssen wir nur hier zack, 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 zack. Und dann hier nur an den Seiten kommt das dann hin. Und dann haben wir das schon fertig. Und die anderen Fenster wie immer. Wie wir das immer gebaut haben. Zack, zack, pam, pam. Hier auch, zack, zack, zack. Und immer so weiter. Und dann ausschlagen und weiß machen. So, dann haben wir das Ornament. Auf der anderen Seite macht ihr das gleiche, aber nicht mit den Fenstern. Nur die Breite, beziehungsweise übernimmt ihr hier das, die Länge von der Wand. 40 und das war's. Und das Ornament da drumherum, obenrum. Und hier unten drunter einmal hier entlang. Das ist sie schon vorgebaut, aber das kommen wir in der nächsten Folge zu. Nur, dass ihr die Wand habt mit oben und unten. Ne? Und dann geht es in der nächsten Folge weiter, weil wir dann so langsam... Hier wird das so rumgeschnörkelt. Hier passt das beides, ne? Okay. Dann kommt so ein Geschnörkel hin und dann... Ne? Immer so weiter. So. Das war jetzt die Kurzfassung, oder? Schnellfassung, ich weiß es nicht. So sieht das aus. Baut das erstmal aus. Achso, hier, das könnt ihr auch schon machen. Das heißt, jetzt hier habe ich... Kies genommen. Kies. Und dann habt ihr 1, 2, 3, genau wie wir das jetzt hier, die Breite haben. Und dann geht das bis zum Ende vom Gebäude. Das heißt, jetzt hier wird das so ausgebaut. Bis dahin, wo das Gebäude ist. Zack. Und dann wird das ausgebaut. Und die Seite auch. Und dann immer so weiter. Und das muss ich zumachen. Und dann haben wir hier schon mal... Achso, was ich sagen wollte mit den Türen. In der Mitte, ich habe die an den Seiten gemacht, dass man hier durchkommt. Und dann kann man hier so durchlaufen. Wir haben ja diese Kante hier. So. Zack. Und hier, glaube ich, weiß ich nicht, ob ich das hier so mache oder... Das weiß ich noch nicht. Oder ich lasse das so. Ach komm. Manchmal vertue ich mich mit den Drücken immer.
So. Dann war es so lassen. Und dann hier eine Kante hinmachen. Aber ich weiß das noch nicht. Da muss ich nochmal gucken. Ihr baut das erstmal so, wie es hier ist. Bis dahin. Und dann gucken wir das. Das sind die Feinheiten. Das ist jetzt so. Seht ihr, ihr baut das erstmal so. Und die Feinheiten machen wir später. Da kommen ja auch noch so ein bisschen Geschnörkel an der Wand und sowas. Da oben fehlt noch so. Das sind alles so Kleinigkeiten. Wir müssen erst die Masse fertig kriegen. Das war auch das Gebäude hier. Schnellstmöglich hinter uns haben. So, dann wünsche ich euch viel Spaß und wir sehen uns wieder bei Play Sample.